Hallo, da bin ich schon wieder oder mal wieder, wann auch immer ich das hier hochlade. Ich wollte euch kurz erzählen, was ich mir zuletzt bei Aiko gekauft habe. Es ist also ein Quasi-Haul, obwohl ich das Wort doof finde eigentlich. Also ich habe mir was bei Aiko online bestellt. Die sitzen in London und ich werde mal den Link zu dem kleinen Shop unten in diese Informationskiste da reinpacken, wenn ihr da auch mal Interesse dran habt. Die hatten früher viel mehr im Angebot. Die hatten Lippenstifte, Nagellacke und alles Mögliche. Aber mittlerweile gibt es da irgendwie nur noch ganz wenige Sachen. Aber es gibt noch drei verschiedene Mascaras und davon habe ich mir eine bestellt. Und dann noch die sogenannten. Fall runter. Wo sind sie? Aiko Fat Eye Sticks. Das sind so Creme-Lidschattenstifte. Das war der Stuhl. Und da wollte ich euch noch mal kurz erzählen. Und zwar habe ich mir eine Mascara gekauft und einen so einen Stift. Die Mascara ist diese welche hier. Und das ist die Skinny Brush Mascara. Das ist schief, das ist gerade. Skinny Brush Mascara. Die gibt es nur in Schwarz. Es gibt auch nur drei Sorten. Und das ist die mit der dünnen Bürste, deswegen heißt die Skinny Brush. Oh, fantastische Namensgebung. Das ist eine Tube und es ist auch eine Tuben-Mascara. So, ich glaube, so heißen die. Das ist also eine Mascara, die man mit warmem Wasser, warmem Seifenwasser schön weich macht. Und dann kann man die so wie so ein Schlauch von den Wimpern ziehen. Und so sieht dann das dünne Bürstchen aus. Ich versuche das mal möglichst nah und möglichst ohne. Genau, ohne mich im Bild zu festzuhalten. Das ist das Bürstchen. Das sind also gedrehte Haare und das ist tatsächlich ziemlich dünn, relativ dünn. Und ich komme so, ich lasse es schon wieder fallen, komme so 50-50 klar mit der Mascara. Die wird übrigens geliefert in so einem hübschen blauen Schächtelchen, was ich gerade vollkommen falsch rumhalte. Also, die kommt in so einem hübschen blau-türkisen Schächtelchen. Und als kleines Geschenk gibt es noch das hier mit dazu. Das sieht aus wie ein Plektron, ist es aber nicht. Vielleicht ist es ein Plektron. Vielleicht könnte man es als Plektron benutzen. Aber ich kann gar keine Gitarre spielen. Macht aber nichts. Und zwar soll man sich, wie hier hinten auf der Packung beschrieben wird, so, soll man sich das so quasi an die Wimpern ranhalten und dann tuschen. Ist aber nicht wirklich nötig. Gerade bei der Skinny Brush Mascara nicht so, weil das Bürstchen ziemlich dünn ist und dann kommt man gar nicht so sehr oben dran. Was mein Problem mit der Mascara ist, die erste Schicht ist immer schön und wenn ich dann versuche, eine zweite Schicht zu machen, dann wird es immer irgendwie klumpig. Also da darf ich wirklich nur ganz wenig von benutzen. Das finde ich ein bisschen schade. Die ist halt klebrig, also klebrig, schmierig, klebrig, ziemlich kompakt. Das liegt aber auch daran, dass die hinterher so eine Textur hat, dass man die wirklich nicht von den Wimpern runterkriegt. Die hält also bombenfest, wirklich bombenfest den ganzen Tag, weil man die halt am Ende mit so warmer Seifenwasser abwaschen muss, um die dann so abzuziehen. Das finde ich wiederum ziemlich cool. Das gefällt mir wirklich gut. Mir gefällt halt eben nicht, dass ich, wenn ich nur eine, also dass ich nur eine Schicht benutzen kann und dann ist schon das Ende der Fadenstange. Naja, also könnte noch ein bisschen besser sein. Vielleicht entwickelt die sich ja noch, wenn die ein bisschen trockener wird. Die kostet übrigens 18 Euro. Das wollte ich nur mal dazu sagen. Hätte ich vielleicht gar nicht erwähnen sollen, ne? Die ist ganz schön teuer. Aber man gönnt sich ja sonst nichts. Das war so eine kleine Belohnungsbestellung für mich. Aber ich habe ja, wie gesagt, auch nur zwei Sachen bestellt. Und zwar eben diese Mascara und dann noch einen von diesen Stiften. Und zwar ist das dieser hier. Mal so komplett in die Kamera gehalten. Das ist die Farbe. Steht nicht drauf. Irgendwas mit Taupe. Ich glaube, es heißt einfach nur Taupe. Auf jeden Fall steht drauf, for intense color and a smudgy glossy finish. Das stimmt. Was wollte ich noch sagen? Achso, ja, die kostet 11 Euro. Der Stift kostet 11 Euro, das sind 4 Gramm. Und den kann man so, ist er im Bild? Ja.
Kann man hier so rausdrehen. Und dann kann man das wieder reindrehen. Also es ist ein silberiges Taupe, glänzt. Aber Aiko war so nett, mir noch einen zweiten kostenlos mit dazu zu stecken. Stecken mit dazu zu geben. Und das ist dieser schwarze hier. Dieser schwarze hier. Und der ist auch Glossy Finish. Und ich versuche das jetzt mal auf meinem Handrücken sichtbar zu machen. Und der topige, der gefällt mir richtig gut. Aber der Crease halt, ne? Das ist Claro. So. Oh, ich glaube, eben hat man die Farbe schön gesehen. Vielleicht hätte ich mich anders hinsetzen sollen. Okay. Also. Es ist ein wirklich schönes Taupe, was dann glänzt. Und ich halte meine Hand immer falsch. So sieht man schön. Ja, so sieht man die Farbe vom oberen aber nicht mehr. Jetzt sieht man die Farbe. So. Und wenn man... Also, ich habe... Solo getragen ist es okay, wenn man einfach nur diesen Stift benutzt, also jetzt den Taupe-Stift und dann gar nichts weiter unternimmt, dann ist es okay, dann sah es auch nicht schlimm aus, also crease so ein bisschen, aber das fällt nicht weiter auf, weil es eigentlich alles eine Farbe ist. Ich habe es versucht als Base zu benutzen, das geht eigentlich ganz gut, dann crease es auch gar nicht mehr so, also wenn man das mit einem Puderlidschatten dann so ein bisschen fixiert quasi, dann hält das so ein bisschen die Stellung. Und den schwarzen habe ich bis jetzt halt mehr als Kajal mal benutzt, aber nicht komplett auf dem ganzen Auge. Ich habe noch keine Idee, was ich mit so einem schwarzen auf dem kompletten Auge anfangen soll, was ich da noch machen könnte. Deswegen habe ich das noch nicht getan. Und der ist nicht geeignet, um ihn als Kajal aufzutragen. Ich meine, das sieht man ja hier schon, das ist irgendwie dreimal benutzt und da ist schon die Spitze so flach. Da kann man nicht wirklich... präzise irgendwie mitarbeiten. Das ist aber auch gar nicht gewollt, finde ich. Also von mir jetzt nicht. Und ich würde aber den auch jetzt nicht unbedingt anspitzen wollen, weil das doch wahnsinnig viel Material dann verbraucht. Dann ist der ja ruckzuck alle. Ich guck mal gerade, wie lange er überhaupt ist. Ah ja, so lang. Und dann wird er wahrscheinlich hier noch so ein bisschen reingehen, weil er ja gehalten werden muss. Aber wenn man den jetzt anfängt zu spitzen, dann ist er ja ruckzuck weg. Und deswegen, also ich trage den hier einfach nur auf dem Lid auf, so, und dann mache ich das mit dem Finger, verteile ich das so ein bisschen und verteile das so ein bisschen und mache das so ein bisschen gleichmäßiger. Und wenn ich dann ganz viel Laune habe, dann gehe ich da nochmal mit dem Pinsel drüber. Da nehme ich den Also diesen fluffigen, den Blende-Brush, den jeder hat oder den jeder kennt. 217er von MAC, E25 von Sigma, SS irgendwas von Sigma früher und von Lauren Luke der Blende-Pinsel. Die haben ja keine Bezeichnung bei ihr. In den Varianten habe ich den und in den Varianten benutze ich den auch. Also, für die Stifte gibt es, also für den Taupe-Stift gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung. Für den schwarzen habe ich noch nicht die richtige Verwendung für gefunden, weiß ich noch nicht. Dafür hat er mir auch nichts gekostet, deswegen ist das okay. Für die Mascara gibt es halt so von den Schulnoten her erstmal so eine 3, würde ich mal sagen. Ja. Aber vielleicht entwickelt die sich ja noch. Oder vielleicht liegt es auch an meinen Wimpern. Vielleicht jemand mit ganz langen, schönen Wimpern braucht eigentlich auch keine Mascara und weiß auch gerade nicht. Es ist schwierig. Das mit der Mascara ist schwierig. Aber gut, sei es drum. Das soll es auch schon wieder gewesen sein. Ich danke euch fürs Zugucken und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.